Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Mai. Heute möchte ich mit euch meine drei gelesenen Bücher aus dem Monat Mai besprechen und wir fangen auch gleich an mit der harten Tobak. Und zwar habe ich gelesen, als E-Book spende euch ein, Monika B., ich bin nicht mehr eure Tochter von Karin Jeckel. Karin Jeckel ist eine Reporterin, glaube ich, von einer Zeitschrift. Ich habe mich jetzt nicht so sehr über sie informiert, aber es wird, glaube ich, im Vorwort erwähnt. Und sie trifft halt Monika B. Monika B. hat sich an sie gewandt, glaube ich, so war es. Und sie treffen sich sehr oft und Karin Jeckel fängt dann halt an, Monika B.'s Geschichte in ein Buch zu packen. Das ist diese Erfahrungsberichtereihe. Es gibt sehr viele Bücher aus dieser Erfahrungsreihe. Ich glaube, Bastei Lübbe oder so ist es, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist furchtbar schwer. Ich will auch eigentlich gar nicht so detailliert darauf eingehen. Ich habe dieses Buch nicht bewertet. Ich werde diesem Buch auch keine Bewertung geben. Ich werde auch keine Rezension schreiben, weil zu diesem Buch hat man einfach, glaube ich, keine Meinung zu haben. Oder klar, also man darf eine Meinung haben, aber man kann sich eben gar keine Meinung bilden. Es geht halt eben um Monika B., die mit ihren drei Brüdern. Es gibt einen Sohn aus erster Beziehung und dann hat die Mutter einen Mann kennengelernt, der sie trotz ihres unehelichen Kindes geheiratet hat und hat mit diesem dann nochmal drei Kinder bekommen, eben Monika und noch zwei Söhne, Georg und ich weiß gar nicht mehr, wie der andere hieß. Und die Eltern sind angeblich sehr religiös und die Mutter ist aber sehr faul, sie will eigentlich gar nicht arbeiten gehen, ist so ein bisschen Nichtsnutz, der Vater verdient das Geld und sie behandeln ihre Kinder vor anderen gut, zu Hause eher weniger. Und ja, kurz zusammengefasst beschreibt dieses Buch den brutalsten Missbrauch an Kindern, den ich jemals gehört habe, den ich jemals gelesen habe und den ich nie wieder lesen will. Also ich werde dieses Buch nie wieder in meinem ganzen Leben lesen und ich sage es euch ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht im Regal stehen habe. Ich hätte es verbannt. Ich weiß nicht, also mir tut diese Monika unfassbar leid. Diese Frau ist heute... ich weiß nicht, wie es jetzt beschrieben war im Buch, auf jeden Fall, sie muss nicht mehr arbeiten gehen, sie ist Frührentnerin, sie gilt als, glaube ich, sogar schwerbehindert, wenn ich mich jetzt nicht irre. Sie hat aus dieser ganzen Sache solch eine Hölle mitgenommen, dass ich während dem Lesen dachte, wow, der Mann dürfte mir mit meinem Wissen nie über den Weg laufen. Also es tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also wenn es euch interessiert, lest dieses Buch. Die Paddy hat es auch schon gesagt, es ist das Schlimmste, was ich je gelesen habe. Also gegen dieses Buch ist kein einziger fester Roman was. Vielleicht auch, weil man weiß, dass es wahr ist. Und am Ende kommt sogar noch die Rechtsprechung und es ist einfach nur lachhaft, wie gering dieser Mensch bestraft worden ist für das, was er seinen Kindern angetan hat. Das ist, ich war einfach nur geschockt. Aber machen wir weiter mit etwas Schönerem. Und zwar habe ich den neuen Band von Manuela Inusas Orangenträume gelesen. Da habe ich ja eine Rezension zugedreht. Die werde ich euch hier oben mal verlinken, deswegen nur kurz zusammengefasst. Sie hat eine Orangensaftfarm, sie verkauft Orangen, sie macht Marmelade, sie macht Süßigkeiten. Alles drum und dran. Sie führt diese Farm alleine, denn ihr Vater ist leider schon verstorben und ihre Mutter hat sich sozusagen auf und davon gemacht. Das Einzige, was sie glücklich macht, sind ihre Orangentage, denn das sind die Tage, an denen ihre drei besten Freundinnen für ein Wochenende vorbeikommen. Die eine ist eine berühmte Schauspielerin in Hollywood, die andere ist eine Star-Strafverteidigerin und die dritte ist eigentlich einfach eine Vollblutmutter. Aber obwohl sich alles so harmonisch anhört, hat jede von den vier, also klar, Lucinda hat das Geheimnis, dass ihre Farm kurz vor dem aussteht, aber auch die anderen drei haben Geheimnisse. Und ich fand dieses Buch von Manuela Inusa sehr abwechslungsreich. Es gab mal viele verschiedene Handlungen, sehr viele verschiedene Facetten. Es gab nicht nur ein Thema, um das es ging, sondern es wurden sehr viele verschiedene Themen behandelt und vor allem war es durch ein besonderes Thema sehr, sehr spannend. Ja, aber wenn es euch näher interessiert, schaut euch gerne meine Rezension an.
Und zu guter Letzt habe ich dann gelesen den zweiten Band von Silber, das zweite Buch der Träume. Ja, ich sage jetzt nicht so viel dazu, nur wie es mir gefallen hat. Es hat mir besser gefallen als der erste Band. Ich habe noch nie so viel gelacht, außer bei der Müttermafia. Da habe ich ja auch auf dem Boden gelegen von Kerstin Gier. In einem Jugendbuch habe ich aber noch nie so viel gelacht wie in diesem Band. Und mit diesem Band ist der Stein gefallen, die Bestätigung ist da. Mir gefällt die Trilogie besser als die Zeitenzauber-Trilogie. Ich muss es leider sagen, die Zeitenzauber-Trilogie ist auch für mich eine 5-Sterne-Reihe. Aber Silber hat es geknackt. Aber einfach nur wegen dem Punkt, dass mir halt dieses Traumthema so nah geht. Ich habe mich im letzten Video ein bisschen blöd ausgedrückt. Meine liebe Freundin Helene hat mich darauf hingewiesen. Natürlich weiß ich, dass wir jede Nacht, jeder Mensch träumt. Nur ich kann mich jeden Tag an meine Träume erinnern. Heißt, ich träume eigentlich nur 2 bis 3 Träume und kann die am nächsten Morgen haarklein detailliert erzählen. Das können nicht viele, das weiß ich, aber ich habe irgendwie gedacht, das wäre logisch, dass ich das meine. Aber ja, anscheinend war es nicht so logisch. Aber ist ja auch egal. Also ich habe das natürlich gemeint, dass mich dieses Traumthema so sehr interessiert, weil ich halt so intensiv träume, weil ich so ein Intensivträumer bin, weil ich zwar nicht durch eine Tür gehe und in meinen Träumen wirklich rumlaufen kann, sondern weil ich halt diese Träume so intensiv wahrnehme, als würde ich gerade in der Wohnung rumlaufen und das alles erleben. Und das ist halt so cool für mich. Und deswegen finde ich diese Traumthematik so cool, ja. Dieses Buch geht es natürlich weiter mit Liv und ja, was kann man zu dem Buch erzählen? Eigentlich gar nichts, weil es ein zweiter Band ist und ich euch nicht spoilern möchte. Aber wie gesagt, es passiert sehr, sehr viel. Es ist sehr spannend, es ist sehr lustig, es ist so voller Humor. Das ist unfassbar. Der dritte gefällt mir wieder weniger gut. Der erste war halt so zum Einsteigen in die Geschichte perfekt. Der zweite war grandios, weil von vorne bis hinten Spannung drin ist. Und auch Gänsehautmomente, das hätte ich gar nicht gedacht. Und der dritte ist halt so, ja, es wird jetzt sonst aufs Ende hingearbeitet, es nimmt halt viel Platz ein im Buch. Aber was ich so toll an der Reihe finde, ist, dass sie viel, viel, viel reifer ist als die Rubinrot-Reihe. Ich weiß nicht, also die Zeitenzauber. Liebe geht durch alle Zeiten-Reihe. Sie ist viel, viel reifer, finde ich, als die andere Reihe und viel, viel brutaler, könnte man sagen. Es geht viel tiefer. Ich weiß nicht. Also irgendwie im Gesamten gefällt mir die Trilogie einfach besser als die Liebe geht durch alle Zeiten Trilogie. Ja. Mehr sage ich zu dem Buch nicht, weil wie gesagt, es ist halt eine Reihe. Ich werde eine Reihenrezension schreiben. Die könnt ihr dann auf meinem Blog sehen. Wenn ich sie dann geschrieben habe, werde ich sie unten verlinken. Wahrscheinlich auch im Lesemonat Juni, weil ich lese den dritten Band ja gerade jetzt im Juni, werde ihn jetzt voraussichtlich heute beenden und ja, habe dann wieder eine Reihe abgeschlossen und das macht mich sehr glücklich. Ja, das war mein kurzer, knackiger Lesemonat Mai. Wie gesagt, das erste Buch hat den meisten Raum eingenommen. Ich habe es zwar so schnell durchgelesen, aber ich habe nach diesem Buch erstmal 2 Tage gar nichts gelesen. Dann hatte ich ja auch noch meine meine schriftliche Abschlussprüfung, musste aber für die mündliche gleichzeitig auch noch lernen, die ich jetzt Anfang Juni hatte. Im Übrigen habe ich bestanden, was mich unfassbar glücklich macht. Und ja, deswegen habe ich nur 3 Bücher geschafft. Der Juni wird aber hoffentlich besser. Es scheint besser zu werden, scheint mehr zu lesen. Und ja, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gelesen habt, ob ihr 1 der 3 Bücher schon gelesen habt.